Bärenstarke Bärenfacts mit den We Bear Bears. Fitness. Bipedie heißt das Phänomen, wenn Tiere sich auf zwei Beinen bewegen oder stehen können. Hierfür ist Fitness gefragt. Diese Bären haben das Prinzip perfektioniert. Kommunikation. Die Kommunikation zwischen Bären besteht größtenteils aus Grunzlauten und Körpersprache. Diese Bären sind etwas moderner. Hey Leute, wollt ihr vielleicht ins Kino? Aha. 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 Schreibt ihr euch gegenseitig oder so? Körperpflege. Zur Pflege nimmt der Eisbär ein kühles Bad. Diese Bären haben eine ganz eigene Morgenroutine entwickelt. Liebe. Pandas haben für die Partnersuche ein Zeitfenster von maximal 3 Tagen. Und das ist ihnen meistens auch noch zu anstrengend. Das wird sicher das romantischste Erlebnis meines ganzen Lebens. Dieser Panda hingegen träumt noch von der ganz großen Liebe. Nahrung. Eisbären ernähren sich meistens von Robben und sind immer auf der Suche nach Futter. Dieser Eisbär hat ein zu großes Herz und schlägt einen etwas anderen Weg ein. Sinne. Bären haben einen großartigen Geruchssinn. Im Frühjahr sind allerdings auch die Pollen unterwegs. Das Problem kennt dieser Panda leider auch nur zu gut. Oh, entschuldigt. Oh Mann, Leute. Ist wohl Pollenflugzeit. Winterschlaf. Grizzlybären halten einen ausführlichen Winterschlaf. Sie verbringen bis zu 213 Tage in ihrer Höhle. Dieser Grizzly ist lieber wach und voller Energie. Hey, 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 guten Morgen. Hey, Kumpel, na, was machst du hier Schönes? Ein bisschen dies, ein bisschen das. Wollen wir was zusammen machen? Ah, ich liebe ja Werkzeug und so. Hey, warte, ich kann dir doch bei deinem Projekt helfen. Sozialleben. Bären sind Einzelgänger. Sie leben in der Wildnis, fernab von ihren größten Feinden, den Menschen. Diese Bären sind anders. Sie lieben ihre Wohngemeinschaft und sind allerbeste Freunde. Neue Folgen täglich ab 15 Uhr bei Cartoon Network.